Let it all. Guten Morgen, meine Junge. So, bevor wir gleich hier in diesem schönen kleinen Wintergarten frühstücken werden, muss ich erstmal durch den großen Garten hier laufen. Denn ihr seht schon, ich filme gerade mit einer anderen Kamera. Meine Hauptkamera, die steht Gott sei Dank immer noch. Da hinten so ein kleiner schwarzer Punkt, ihr seht es wahrscheinlich noch nicht. Denn ich habe mal versucht, ich bin gestern, als ich wieder um 4 Uhr morgens fertig stehen hatte, nochmal rausgelaufen, habe die Kamera hingestellt und habe versucht, ein paar Aufnahmen von Sternen zu machen, so eine kleine Timelapse. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Leider sind nämlich mittlerweile, es ist mega bewölkt. Aber vielleicht habe ich noch ein paar Aufnahmen bekommen. Vielleicht habt ihr sie auch schon gesehen. Es ist voll Schwachsinn, was ich hier rede. Aber das ist das, was ich hier probiert habe. Jetzt bin ich auch bei der Kamera angekommen. So sieht das ganze Ding hier aus. Falls ihr euch gewundert habt, wie das ging. Die ist jetzt auch aus. Ich hoffe nur, der Akku ist leer. Es war übrigens auch mega gruselig, hier nachts hinzulaufen, wo wirklich absolut kein Licht war. Und ich dann mit einer Taschenlampe so längst laufe. Ich glaube, in den USA habe ich es nicht gemacht, da wird man wahrscheinlich abgeschossen. Hier in England, beziehungsweise nicht in England, Fall, in Schottland, ist es gut gegangen. Aber ob die Kamera überlebt hat? Move units, Tim Taylor, that's home improvement. Cameras follow me everywhere, but don't call me Truman. Resume is like a Rubik's Cube, cause it's hard to use it. I'm hardly using my brain. Fans screaming my name, dog, but that feeling's always insane. The bandwagon, about to leave the station, so hop it onto that train. Always motivated by love, never motivated by fame. Blink once, it's like what's my age, they stressing off of my accolades. People tell me I'm doing great, but honestly, I just can't relate. And I'm going through some shit that got me stressing now. But like my homies told me, let it all work out. Das ist praktisch, der erste richtige Zwischenstopp. Und wir sind an einer verlassenen Ruine. Und wo sind wir? Wir waren heute komplett einmal quer praktisch vom Loch Ness, wo wir gestartet sind. Einmal quer rüber bis nach Aberdeen. Das ist dann wieder an der östlichen Küste Schottlands praktisch. Wir haben leider keine Zeit, um ganz in den Nordwesten zu fahren, wo die schönsten Inseln noch sein sollen. Das wurde uns auch nochmal von unserer Bed and Breakfast Mutter praktisch, kann man fast sagen. So eine Familie war das, wo wir übernachtet haben. War super schön, muss ich sagen. Und die hat uns empfohlen, hier längs zu fahren. Und sie hat auch gesagt, dass man hier sehr schöne Driving Tracks hat, also wo man richtig cool langfahren kann. Ich glaube, so ein bisschen sieht man das hier. Das ist der, oder vielleicht habe ich es gerade eben auch schon gesehen. Ich weiß nicht, wir haben nicht so viel jetzt aufgenommen, aber so ein bisschen was. Was ihr gesehen habt, könnt ihr euch mal vorstellen, noch mal viel, viel geiler ist das hier in Wirklichkeit. Es sieht so fett aus, die ganze Zeit sind irgendwelche verlassenen Gebäude oder unendliche Landschaften, komplett ohne Gebäude. Es ist einfach nur richtig schön. Genau, und am Ende von des heutigen Tages wollen wir in Aberdeen sein. Das ist zumindest der Plan. Aber davor gibt es auch noch einige Burgen vielleicht zu sehen. Und was hast du hier gefunden? Brennnessel. Wir müssen wissen, wie am Kater gesagt, wir müssen hier anhalten. Wir sind extra nochmal weitergefahren, umgedreht und hier zurückgefahren. Und das ist hierfür. Man sieht, das hast du hier geforscht. Hast du Brennnesseln durch die Hose? Ja. Wow, Leute, das sind krasse Brennnesseln hier auf jeden Fall. Ach gut, das erkenne ich auch. Das waren Kamin. Das hast du hier super rausgefunden. Ja, und dann haben wir wahrscheinlich das Fenster. Hier haben sie mal, ich glaube, hier schon einen Esstisch, oder? Ich glaube auch, ja. Ja, okay. Und wo war das Bettgestell? Das ist das Bettgestell? Alles klar, Leute. Na gut, alles klar, alles klar, alles klar. Das ist auf jeden Fall nochmal kurz hier endlich mal der Ausblick. Den wollte ich euch auch nochmal hier ordentlich zeigen. So, na gut, es ist das Haus hier im Vordergrund. Wir gehen nochmal ein Stückchen geradeaus hier kurz hoch. Die super professionellen Lena Vlogs hier. Ihr seht, hier, so sieht das Ganze hier aus. Wir haben eine schöne Zeit, macht mega Spaß. Ich bin einfach unendlich glücklich, gerade hier einfach nur längs zu fahren. Ist so, so cool. Ja, noch nicht so viel Spaß an Autofahren gehabt, weil diese Strecken sind der Wahnsinn. Hier sind auch ganz viele Biker unterwegs. Also ich glaube, wenn ihr irgendwie mal mit dem Auto oder mit dem Bike irgendwo eine coole Strecke fahren wollt in Europa,
Schottland kann ich absolut nur empfehlen. Richtig, richtig schön. Und ich glaube, normalerweise ist auch hier viel schlechteres Wetter, so viel nebliger und so weiter. Aber wir haben super viel Glück gehabt, dass hier alles offen ist. Wir haben sogar unsere Reiseplanung deswegen nochmal umgeändert. Wir wollten eigentlich halt am Anfang nach London und am Ende nach Schottland. Aber wegen der Wettervorhersagen haben wir es halt geändert, damit wir hier das bessere Wetter haben. Und wenn wir gar nicht nach Holland fahren, werden wir wahrscheinlich nochmal auch zu den Inseln von Schottland so weiter rausfahren. Aber das schaffen wir so leider nicht. Aber wir sind ja noch jung, ja. Irgendwann, weil ich verstehe es nicht, bestimmt nochmal hier hin. Denn so schön ist wie in den letzten beiden Tagen, habe ich so landschaftlich echt, glaube ich, noch nie gesehen. Richtig cool. Ich hoffe, ich kann das so ein bisschen für euch rüberbringen. Während Kathi noch drüber philosophiert, wie alt dieses Haus ist. Das könnte auch jetzt so 20, 30 Jahre irgendwie vielleicht bei einem Sturm zerstört sein, der Besitzer keinen Bock mehr, es wieder aufzubauen. Also ist so verfallen. Ja. Das ist wahrscheinlich aus der Steinzeit, ne? Weil so ein Stein gebaut ist. Ja. Wahrscheinlich. Naja, Leute, wir fahren jetzt auf jeden Fall gleich weiter dann Richtung Aberdeen. Schauen uns dazwischen noch ein bisschen was an. Und vielleicht bekommt ihr jetzt hier nochmal eine kurze. Kathi, ich glaube, du musst jetzt das für mich machen. Was ist dein Ernst? Du hättest ja wohl jetzt so da dran fahren können. Oh, danke schön, Kathi. Das ist aber überaus nett von dir. Willkommen aus der Hauptstadt des Steins, Leute. Die ganze Stadt Aberdeen, wir sind angekommen, besteht einfach nur aus Steinen. Und das hat auch einen Grund, liebe Kathi, denn hier sind überall Steinbrüche in der Umgebung. Und da haben wir das alles daraus hier gebaut mit der Zeit. Wir sind jetzt wie lange hier rumgelaufen? Eine halbe Stunde oder so? Ja. Und ungefähr jedes, ich glaube, wir haben vielleicht 5 Gebäude gesehen, die nicht aus diesem Stein bestehen. Ich hatte deswegen auch Silver City genannt. Weil das, weißt du, wenn das Licht darauf kommt, dann glitzert das alles und so. Aber wir haben leider hier gerade nur Wolken. So, diese Stadt ist übrigens, in dieser Stadt, wir haben jetzt ein Hotelzimmer, das mit so deutschen Standard verglichen so, kostet das ungefähr 4-mal so viel her. So ein Hotel wird in Deutschland, glaube ich, ein Viertel davon kosten, was hier ist. Wir wissen noch nicht warum, weil die Stadt eigentlich nicht besonders interessant ist so bisher. Also fanden wir die ganzen anderen Städte eigentlich irgendwie cooler so. Aber also hübsch finde ich schon. Es ist schon, es hat halt was. Es ist so ein bisschen wie so eine Burg, weil wirklich alles aus diesen Steinen gebaut ist einfach. Aber Aberdeen ist halt eine sehr wichtige Industriestadt. Wir sind ja gerade eben noch am Hafen vorbeigefahren, das habt ihr vielleicht gesehen. Und da stehen ja diese riesen Schlepper und so weiter. Und denn Aberdeen ist so ein bisschen die Basis für die britischen oder für die schottischen, besser gesagt, Erdölförderanlagen und so weiter. Bei gutem Wetter kann man hier rausschauen und dann sieht man die ganzen Ölplattformen draußen an der Küste. Und deswegen ist die Stadt ziemlich wohlhabend eigentlich. Vielleicht ist ja auch deswegen das Hotelzimmer so teuer. Ich weiß es nicht. Was auf jeden Fall auch noch ganz interessant ist, hier gibt es ein Restaurant, was in einer Kirche oder in einer ehemaligen Kirche ist. Also nicht nur so, was aussieht wie eine Kirche, sondern es ist eine echte Kirche. Und zwar ist es die da hinten und da gehen wir jetzt essen. Okay, Leute, die Kirche ist nicht einfach nur ein Restaurant, sondern ein richtiger Club eigentlich. Ja. Ne? Der Club slash Pub. So, und ein bisschen was kann man auch essen da, aber wir wollen auch was richtig zu Abend essen. Deswegen haben wir uns noch was anderes gerade eben ausgesucht. Aber krass, dass in der Kirche überhaupt was erlaubt ist, ne? Ja, nicht das in Deutschland. Glaube ich auch nicht. Also das ist wirklich eine richtige Kirche halt mit den Fenstern. Wie nennt man das überhaupt? Ich kenne mich ja gar nicht aus. Ist ja peinlich. Weißt du, wie man das nennt? Diese Fenster halt. Ich weiß nicht, Leute, aber ihr wisst, was ich meine. Die schönen. Die schönen. Ja, wahrscheinlich sogar eine Krippe. Aber interessant, und das Ding heißt Soul, also Seele. Vielleicht gehen wir irgendwo anders mal dahin, aber jetzt brauchen wir erstmal was Schönes zu essen. Leute, für uns war es das hier für heute aus Aberdeen. Ich hoffe, euch hat der heutige Vlog gefallen. Mir hat auf jeden Fall der Tag mega gut gefallen, weil die Fahrt war einfach sehr, 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 sehr cool. Und morgen fahren wir schon weiter dann nach Aberdeen, nach Edinburgh. So, ja, jetzt sind wir in Aberdeen. Morgen geht es weiter nach
Edinburgh. So, vielen Dank heute fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, drückt den Daumen nach oben. Dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.